Morgen, ihr Lieben! Die Backterminatorin ist zurück. Yeah. Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig mit dem Guetzle. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin einfach nur fertig. Ja, ich habe mich schon wieder ein bisschen erholt. Aber am Samstag, also heute ist Dienstag, der 3. Dezember. Also Samstag bin ich wirklich fertig geworden, wie es mein Ziel war. Ja, dann habe ich nichts mehr gemacht. Ich war wirklich aus und vorbei. Ich werde alt. Ich werde wirklich alt. Also anders kann ich denn nicht sagen. Wirklich, wirklich, wirklich. Nächstes Jahr wird nur noch eine Sorte pro Tag. Es wird nichts mehr abgemacht. Ich werde dann einfach 14 Tage lang durchbacken. Und ich werde dann niemanden sehen. Ich werde mich mit niemandem treffen. Ja, genau, gell? Man glaubt mir das fast. Ja. Weil bis nächstes Jahr habe ich schon wieder vergessen, wie es war, wie anstrengend. Dann werde ich nur wieder denken, yeah, mache. Ja. Ihr wollt die sicher auch sehen. Ich versuche es euch zu zeigen. Aber ich werde noch ein Bild vorne hinhängen. Seht ihr sie? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Ich werde sie euch noch einzeln vorstellen. Es sind insgesamt 15 Sorten. Ja, ich habe sie tatsächlich vorher nicht durchgezählt. Ja, wie ging es mir nach dem letzten Update mit euch, meinem letzten Vlog? Übrigens möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für die lieben Kommentare. Und ich versuche jetzt ein bisschen darauf einzugehen, einzelne Fragen zu beantworten. Ich möchte mich bei denen bedanken, die sich mir angeboten haben für meine Trübli. Eine war darunter, ich muss noch einmal schauen, wie dein Name ist, weil ich habe wirklich, ich habe nur die Herzen verteilt, ich habe nicht irgendwelche Kommentare beantwortet. Seht es mir bitte, bitte nach, aber es war wirklich so anstrengend, das Ganze, dass ich mich zwar wahnsinnig darüber gefreut habe und ich habe es auch immer wieder gelesen als Motivationshilfe, wenn ich dachte, nein, es kommt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, dann habe ich euch einen Kommentar gelesen und von doch, es geht. Wieder da. Ja, ich weiß gar nicht, wer das war, geschrieben. Sie kommt aus Zollbrück. Ich könnte bei ihr in den Garten Trübeli holen, weil immer wenn die reif sein, sei sie in den Ferien. Ich dachte, ja super, die Nachbarn werden da auch gucken. Wenn ich dann natürlich vorher beim Jakob Wolle vorbeifahren und dann mich mit Wolle eindecke und dann komme ich, sehe mich schon mit meinen Paketen von Wolle in den Garten schleichen und dann die Nachbarn so, oh, wer ist denn das? Oh mein Gott, ein Trübeli, Dieb! Ja. Vielleicht müsste ich dann ein Schild mitnehmen, so, ich klaue ganz legal. Man hat es mir erlaubt. Wäre eine Idee. Aber ich fand das super süß und ja, wer weiß, vielleicht komme ich auf das Angebot zurück. Ja, man weiß es nicht so genau. Mal schauen. Dann, ja, Sonntag war ich ja stricken in Schiers. Also letzten Sonntag, was war? Ja, 11. Hey, ich und Tate. Ja. Gut. Also zum Glück erinnert sich immer mein Mann an unseren Hochzeitstag, weil ich wüsste es nicht mehr. Echt, ich bin da so schlecht. Auf jeden Fall, ja, letzte Woche am Montag ging es dann, also Sonntag war ich ja stricken, das war super. Am Montag stand ich auf. Könnt ihr euch noch erinnern an die kleine schwarzhaarige Katze? Die Mimi? Ja, die hat am letzten Montag einen auf sterbenden Schwan gemacht. Also ich war da wirklich so im 30-Minuten-Takt bei ihr, um zu schauen, ob sie noch lebt, weil sie lag so wirklich so, oh mein Gott. Und ich dachte, nein, nicht auf die Weihnachtenhane, bitte nicht. Aber, also ich habe dann geguckt, so, sie liebt ja Butter. Und Butter hat sie immer noch genommen.
Dann dachte ich, naja, vielleicht hat sie nur eine Magenverstimmung. Also einfach, dass es sonst nicht gut geht. Ich meine, sie ist jetzt nicht mehr die Jüngste. Warten wir noch einen Tag ab, weil sie hat ganz wenig gefressen. Dann dachte ich, naja, mal schauen. Nächsten Tag war, als ob nie was gewesen wäre. Sie hat wieder gemotzt. Sie ist wie immer. Meine kleine Süße. Recht widerspenstige Mimi. Ja. Gut, also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe nicht mehr nachgeschaut, welche Kekse ich euch gezeigt habe. Ich glaube, es war die Mailänderli. Ja, die Coburger Schmätzle. Und die Tarteletten habe ich euch, glaube ich, erzählt. Die sind übrigens jetzt fertig. Guckt, die sieht so aus. Also, das sind so echte Doppeldecker. Gefüllt mit Aprikosenmarmelade und die werden dann am Schluss noch mit Schoki überzogen. Also Gouvertüre, ja. Dann, das sind übrigens die Tarteletten. Das ist ein wirklich altes Rezept von meiner Oma. Meine Oma war Deutsche, aber geboren und aufgewachsen in der Tschechei, in Znaim. Ich glaube, das ist irgendwo in der Nähe der tschechischen Grenze. Also da kam übrigens auch meine Mutter und ihre Geschwister auf die Welt. Und sie wurden dann effektiv vertrieben während dem Zweiten Weltkrieg, aufgrund dessen, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft hatten und nicht die tschechische. Obwohl, ich hatte einen tschechischen Urgroßvater, muss ein ganz gut aussehender Mann gewesen sein, aber ein richtiger Hallodri. Der hat, glaube ich, das ganze Geld verprasst und versoffen, um meine Uroma. Die war im Fall damals schon selbstständige Unternehmerin, und so hatte die ein Fuhrunternehmen, also so hat man mir das erzählt. Ich erzähle nur, was mir erzählt wurde. Und sie hat übrigens noch als Gesundbeterin gearbeitet. Ja, und in diesem Zusammenhang muss ich natürlich sagen, weil es kamen dann Fragen auf, so, warum machst du das? Oh mein Gott, so viele Kekse und so. Ich muss natürlich dazu sagen, ich stamme aus einer langen Linie von backverrückten, kochverrückten Frauen. Also, ich habe nichts dafür, das sind Gen, wirklich. Ja, ich bin unschuldig. Ich, ganz einfach. Ja. Habe ich schon meinen Eltern immer gesagt, wenn was war. Ich kann nichts dafür, ich habe mich so gemacht, bitteschön. Hättet ihr euch ein bisschen konzentriert, als ihr mich gemacht hättet, gemacht habt, oh mein Gott, mit dem Reden habe ich es heute auch nicht so, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen anders rausgekommen. Aber das hat man jetzt davon, wenn man nur aus Vergnügen denkt und nicht das richtig machen, gell? Ja. Was hat jetzt das mit Backen zu tun? Naja! Ja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ja, ich gehe mal schnell durch. Also das sind zum Beispiel Pariser Stangerl. Das ist der Nussteig, der ist ähnlich wie die Zimtsterne, nur ohne Zimt, die liebt mein Mann abgöttisch, diese Kekse. Also er hat es nicht so mit Zimt, er hat es nicht mit Gumpfi, also sprich Marmelade, und er hat es nicht so mit Zimt. Keine Ahnung, wieso. Er ist halt ein Bünzli-Schweizer. Nein, nicht gegen Bünzli-Schweizer. Ihr wisst, wie ich es meine. Ich wüsste doch, manchmal könnte man so schwierig tun. So. Nein, nicht gehen. Naja, egal. Und dann habe ich hier noch die Trübauer Stangerl. Die sehen so aus. Das ist ein Butterteig, den macht ich separat. Der muss gut durchgekühlt werden. Erst wenn der durchgekühlt ist, macht ihr hier den Mandelteig. Dann wollt ihr das in Streifen aus, so 5 cm breit. Und dann ich mache dann das so, dass ich den Mandelteig, also so eine Rolle mache. Die lege ich dann, also ich mache den Teig noch ganz leicht feucht, damit das besser klebt. Lege die Mandelrolle drauf, dann drücke ich das Ganze ein bisschen auf der Seite zusammen und wieder flach. Und dann schneide ich da so ein Zentimeter, also die waren wirklich einen Zentimeter breit. Und guck mal, wie die aufgehen. Die gehen unheimlich auf, die sind super lecker. Aber also wirklich, ich meine, wenn ich da sage Butterteig, dann ist das ist ein Butterteig. Nicht so extrem süß, weil früher hat man nicht
so wahnsinnig viel Zucker verwendet. Ja. Ach, übrigens, ja, das sind so die alten, wirklich. Und da werde ich euch, ich werde natürlich zu allen Keksen, die ich euch heute noch zeige, nochmal die ganzen Links, wenn ich einen Link habe, dazu in die Infobox einfügen, ja. Und die anderen Rezepte, also das sind gerade meine Oma-Rezept, die werde ich euch reinschreiben. Weil, ja, also ich habe die von meiner Oma, ich darf die, glaube ich, weitergeben. Ich mache es einfach, ja, genau. Falls aber jetzt jemand kommt und sagt, nein, 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 die heißen eigentlich ganz anders, dann kann das schon sein, weil meine Oma war manchmal sehr kreativ mit Namensgebungen von ihren Gebäcken. Also da habe ich ab und zu schon Sachen gebacken und gesagt, ah, das ist das und das, und hieß, nein, die heißen ganz anders. Ja, 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 meine Oma, gell. Aber ja. Übrigens, die Coburger Schmätzle, die habe ich euch ja das letzte Mal gezeigt, da habe ich auch einen ganz lieben Kommentar bekommen, ob ich denn von dort komme, weil das scheinbar so ein ehemals königliches Gebäck war. Und dann musste ich die Dame leider enttäuschen und sagen, nein, also wäre ich eine Katze, würde unter Rasse stehen bei mir europäische kurze, momentane Langhaarkatze. Weil, also bei mir, ihr habt es ja schon gehört, ein tschechischer Großvater, irgendwie kam noch was aus Holland, aus Italien, und also das weiß ich einfach von mütterlicherseits. Beim Papi wird es wahrscheinlich nicht viel anders gewesen sein. Ja, und ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich auf das komme. Oh mein, es schwätzt heute einfach. Leute, ihr kennt mich, es schwätzt einfach. Aber jetzt gehen wir weiter. Dann habe ich zum Beispiel, ah, die liebt ja mein Mann. Das sind so Kokosnusskugeln. Ja, ja, sie springen so auf. Das ist übrigens ein super gäbiges Kätzchen. Wirklich, weil das müsst ihr nicht ausstechen. Ich liebe ja Kekse, die ich nicht ausstechen muss, wo ich da nur irgendwie so Häufchen machen kann oder einfach Kugeln rollen. Oh mein Gott, das liebe ich. Das ist ein Schokonussteig. Also im Originalrezept steht, dass man die Schokolade raspeln soll. Ja, sicher. Ich kann raspeln. Ich habe das am ersten Mal gemacht und dann war die ganze Küche eingesaut. Mache ich nie wieder. Kauf die Schokoraspeln bei allen möglichen Anbietern. Also ich bekomme sie effektiv zu einem normalen Preis nur hier in der Schweiz bei Aldi oder Lidl. Da Aldi für mich ein bisschen besser liegt. Übrigens, das ist eine Dauerwerbesendung, unbezahlt, unbeauftragt. Ja, ich mache es einfach. Ja, also ich da entsprechend statt selber Raspeln, nehme ich einfach da die Schokospäne, Schokoraspeln, ja. Und knall die da rein. Also ich gehe da nicht. Ich mache das wirklich. Also man kann sich das Leben auch extra schwer machen. Da halte ich jetzt überhaupt nichts davon, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich es mir erleichtern kann, ja, dann tue ich das. Also die rollt man dann und dann, also dann macht man den Teig, man lässt ihn auch gut durchkühlen. Dann macht man so kleine Bällchen, so vielleicht so, ach, wie auch immer, wie ihr mögt. Dann rollt man die in Puderzucker und ich schwöre euch, das gibt schon Sauerei genug, wirklich. Aber ich finde es noch, das ist auch noch eine Sache, die kann man dann gut mit Kindern machen. Wie gesagt, ihr am besten macht es wie so ein Serienmörder, legt alles mit Plastik aus, dass ihr es einfach noch zusammennehmen könnt, weil es gibt wirklich eine mega Sauerei, also bei mir auf jeden Fall. Und dann, also dann muss man, wenn die, also rollt die, und dann das macht ich keine Kugeln, dann die Kugeln werden so im Puderzucker gewendet und dann müssen die über Nacht getrocknet werden und am anderen Tag werden die, glaube ich, bei 150 Grad gebacken. Langsam. Dann springen die so ein bisschen auf und die sind auch sehr lecker. Dort hat es übrigens drin. Dort mag es mein Mann dann wieder. Männer, ich weiß es auch nicht.
Ja, was habe ich da noch gebacken? Ja, meine Mailänderli, die habe ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. So, so. Mit dem Hagelzucker. Ja, man hat es halt gerne so. Geil. Ja, Lebkuchen habe ich gemacht. Diesen hier. Das ist auch ein Rezept aus dem Internet. Das hat sich bei mir recht gut bewährt. Die bleiben eigentlich auch schön weich. Da kommen kandierte Früchte, das Zitronat, Orangenat, Rosinli, Nüsse. Also das Orangenat und die Rosinli, die kommen bei mir wirklich in den Häcksler. Also die werden ganz arg verhäckselt, dass sie also wirklich mehr ein Brei sind, dass man nach Möglichkeit nicht so auf sowas beißt, weil die meisten, also ich hätte es gerne, wenn ich es essen dürfte, aber ich weiß, die meisten mögen das nicht, aber es braucht es für den Gesamtgeschmack. Ja. Was habe ich noch gemacht? Ja. Badener Rebeli. Da macht man so Würstli und dann schneidet man die ein und dann macht man so einen Bogen und dann sehen die am Schluss so aus. In Deutschland nennt ihr die Springerle. Und vielleicht seht ihr es auch, die haben sogar Füßle. Ja. Das Geheimnis, habe ich mir sagen lassen, ist gut trocknen lassen. Also wirklich Formen trocknen lassen über Nacht. Irgendwo im Zimmer, wo es halt nicht zu warm, nicht zu kalt ist. Ja, ist ein extrem simples Rezept. Das habe ich von meiner Schwiegermutter. Keine Ahnung, woher sie es hat. Ich schreibe es euch unten rein. Da habe ich keinen Link dazu. Aber ich schreibe euch natürlich das Rezept rein. Übrigens auch die Schokonusskugeln da, die stammen, und jetzt werden wahrscheinlich viele Schweizer sagen, ja genau, aus Meyers Modesblatt. Das gibt es, glaube ich, seit bald 40 Jahren nicht mehr. Aber das Rezept habe ich immer noch. Das habe ich mal von meiner Schwägerin bekommen, weil mein Mann, ja eben, mein Mann liebt die Gutzli. Und ach ja, liebe Frau bin, mache ich das. Wenn ich dann wieder motz wegen der Wolle, kann ich sagen, und hätte man gerne ein Kätzli. Ja, jetzt kommen wir zu denen. Das sind Haselnuss-Lebkuchen-Häufchen. Also das Rezept, das ist aus Essen und Trinken. Da werde ich euch den Link für unten reinhängen. Die haben unten so Obladen, bekommt man in der Schweiz bei uns nur in der Apotheke und in der Drogerie. Apotheke, glaube ich. Nein, Drogerie. Ganz schwer zu bekommen, aber meine Freundin bringt sie mir immer. Im Rezept nehmen sie dort, glaube ich, die 5 cm großen Obladen. Ich nehme nur die 4, weil ich... mir wurde schon oft gesagt, die sind sonst zu mächtig. Man hätte sie lieber kleiner. Du, Gallet, hey, wenn ihr das wollt, ich mache das so. Da werden zuerst, also mit dem Teig und den Obladen, die werden da aufgespritzt und dann gebacken und dann am Schluss, ich mache also alles, was mit Schokolade überzogen wird, mache ich immer am letzten Tag. Weil auch das ist wirklich gibt bei mir eine Riesensauerei. Und vor allem, es stinkt nach Jockey. Boah. Also mir war den Rest vom Tag übel. Nur schon von dem Geruch, das war unglaublich. Boah. Ja. Aber sie sind lecker zum Essen. Und dann springe und dann habe ich natürlich hier noch meine Pfeffernüsse. Die habe ich auch aus dem Netz, die werde ich euch auch verlinken. Die sind auch, oh, ich finde die so lecker mit den ganzen Gewürzen und so. Da muss man den Teig übrigens eine ganze Woche stehen lassen. Ja, und dann habe ich noch, also wenn wir jetzt so bei den Gewürzkeksen sind, das nennt sich Alpenbrot. Da macht ihr so einfach so Würste, backt die und nach dem Backen werden die mit dem Zitronenguss, also ja, Puderzucker, Zitronen mischen, drüber streichen, schneiden. Ein super leckeres, also halt sehr würziges Gebäck und ganz einfach zu machen. Das ist also wirklich, da habt ihr mit relativ wenig Aufwand
ganz leckere Kekse. Nichts mit Ausstechen und lalalala, gell? Dann, oh ja, meine selber gemachte Gumpfi. Das sind meine Spitzbuben. Ja, ja, ja. Sehen wir sie so. Habe ich wieder viele Komplimente bekommen. Und ich sage, es ist nur wegen der selber gemachten Gumpfi. Und dann habe ich natürlich, ja, weil ich dachte, ja, so noch was mit so einer Gumpfi wäre doch noch was. Hier die Engelsaugen, da habe ich auch das Rezept aus dem Internet. Das werde ich euch auch verlinken. Und dann, vergesst, Vanillegipfel. Das sind Butterhupferl. Seht man es? Ja. Also ich habe da jetzt einfach Kugeln gemacht, habe die mit einer Gabel platt gedrückt. Ich habe sie aber auch schon aufgespritzt mit so einem Sternentüll. Sieht auch ganz hübsch aus. Ich habe einfach gemerkt, wenn man die dann abpackt in so Säckchen zum Verschenken, dann ist halt die runde Form fast gabbige, weil halt, wenn es so Spitzen hat, die können dann gerne ein bisschen abbrechen. Also, die Butterhupfer. Oh, die heißen nicht umsonst Butterhupfer, weil es hat ganz viel Butter drin. Die zergehen euch auf der Zunge. Sie haben Puderzucker, viel Vanille drin. Die werden dann auch nochmal mit einer, also wenn sie frisch aus dem Ofen kommen, gemäß Rezept müsste man sie in einer Vanille-Puderzucker-Mischung wälzen. Sicher nicht. Bin ich viel zu faul. Nein, nein, nein. Ich nehme die raus. Noch wenn die ganz warm sind, dann bestreue ich die dick mit dieser Puderzucker-Vanille-Mischung. Und gut ist. Hey, das langt, Leute. Ich schwöre euch, es langt. Man kann sich das Leben auch extra schwer machen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, 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 nein. Also die sind auch relativ mit, habt ihr ganz, ganz leckere Kekse mit ganz, ganz wenig Aufwand. Also es ist Aufwand, müssen wir nicht darüber diskutieren, gell? Aber sie sind wirklich, oh, die sind butterzart. Und jetzt an alle Schweizer. Es wird, man muss Vanillepulver, also Puddingpulver, Vanillegeschmack reintun. Das funktioniert nicht mit Vanillepuddingpulver aus der Schweiz. Weil dort hat es weniger Stärke drin. Ich habe keine Ahnung, dass jetzt einfach für die Deutschen, wir haben das Puddingpulver in der Schweiz hat weniger Stärke drin. Weil zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Pulver von der Schweiz Puddingpulver Pudding macht, der wird erst nach einer Stunde oder zwei wird der fest. Macht ihr denn aus einem Deutschen, also nennen wir halt jetzt den Doktor, dann wird er ja sofort dick. Und darum funktioniert das auch, also eine Bekannte hat das mal probiert mit dem Schweizer Puddingpulver, funktioniert nicht. Hat zu wenig Stärke drin. Also ich vermute sehr stark, dass es damit zusammenhängt. Ihr müsst wirklich, da müsst ihr halt, lasst es euch mitbringen oder fahrt ihr halt mal über die Grenze oder wie auch immer. Es funktioniert leider, leider nur mit dem deutschen Puddingpulver. Ja, ich glaube, ich bin durch. Ja, ich bin wirklich durch, ich sage es euch. Ja, viel mehr. Ich bin schon wieder bei 23 Minuten. Eigentlich wollte ich nur kurz und tschüss machen, gell? Das war's mit der Backerei. Also, ich werde nicht groß nachbacken. Einzig, wo ich aber von Anfang an gesagt habe, ich glaube, die sind ein bisschen. Die habe ich diesmal, das sind zwar die Springerle, da meine Krebeli, die habe ich diesmal ein bisschen groß gemacht. Keine Ahnung wieso. Nicht damit ich schneller fertig bin. Ach, ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall hat mein Mann dann schon gesagt, die könnten aber knapp werden. Aber ich habe gesagt, Schätzeli, kein Problem, die machen dann nachher, weil wirklich, die sind easy peasy, die sind stark gemacht. Die lassen, also der Teig ist auch nicht klebrig. Ich liebe den Teig, weil der einfach sich gut verarbeiten lässt. Was wichtig ist, dort bei denen wirklich, wirklich, wirklich gut, also die schreiben dort im Rezept auch, dass man also irgendwie 5 Minuten mindestens da die Eier und das Ganze schlagen soll, dass es eine schaumige Masse gibt, macht das. Übrigens auch bei den, denen Haselnuss, da hat es noch Marzipan drin.
einfach als Tipp, weil ich war ja dann schon das bisschen dort im Schuss und so schnell. Nein. Ich hab dann, wollte die schon aufspritzen auf die Opla und denke mir, wieso hat es denn da noch Marzipanstückchen drin? Ja. Susan hat das eben nur so 2 Minuten und dann ging, war das einfach zu wenig. Und im Rezept steht, glaube ich, auch gute 10 Minuten wirklich mit dem Rührwerk rühren. Gut. Jetzt, ich wollte dir noch ein paar Fragen beantworten. Also einige haben natürlich dann viele, auch auf Instagram haben wir dann gefragt, hast du so viele Büchsen? Ja, logisch habe ich so viele Büchsen, weil wo soll ich sie sonst versorgen? Das ist ja ein Prozess, das ist nicht irgendwie von heute auf morgen geschehen. Also ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gesagt, yeah, jetzt ist Weihnachten 99, ich brauche jetzt einen Haufen. Das baut sich also auch ein bisschen mit der Zeit auf. Also entsprechend hat man auch immer mehr Büchsen. Und ich hatte schon seit vielen, vielen Jahren immer eine Kenwood Küchenmaschine. Es tut natürlich auch eine Bosch, eine KitchenAid, schlag mich tot. Also name it und es ist okay. Aber wenn ich das wirklich alles von Hand zusammenrühren müsste, dann würde ich das ziemlich sicher nicht machen. Also ich mache das wirklich auch nur in dem Stil, weil ich eine Küchenmaschine habe, die steht nämlich da drüben, und gucke ich da gerade rüber. Und ich habe natürlich auch 2 Backöfen. Also ich habe einen normalen Backofen und ich habe einen Kombi-Backofen Steamer. Ich backe auch das meiste mit Umluft, sodass ich eigentlich pro Ladung immer 4 Bleche backen kann. Das heißt, durch die 2 Backöfen kann ich immer pro Backofen 2 Bleche reinschieben. Und dann kommt man natürlich auch schneller vorwärts. Das muss man, also ich bin ausgerüstet, wirklich. Ich habe auch die ganzen Backutensilien. Ich habe eine Backmatte, die ich nach langem Suchen und Ausprobieren als wirklich gut befunden habe. Ich, ich mache das ja eben schon gute 10 Jahre oder noch länger und dann hat man so seinen Erfahrungswert. Das fängt an mit den ganzen Listen, die abgespeichert sind. Ich tue dann auch zum Beispiel schauen, also ich werde jetzt wieder schauen, was ich vielleicht nächstes Jahr weniger oder mehr backen muss. Also jetzt gerade bei den Hilfsmitteln auch, ich habe natürlich 8 Bleche. Also ich habe da 4 reguläre, die ich da mitgeliefert bekommen habe zu meinen Backöfen. Dann habe ich noch so Bleche, wo man da ausziehen kann. Die habe ich übrigens ganz günstig mal gekauft, also sie nicht mega teure, aber da ich ja sowieso alles mit Backpapier auslege, funktioniert das. Also wo ihr kein Backpapier benutzen solltet, das ist übrigens bei Spritzgebäck. Das funktioniert nicht mit Aufspritz, also bei mir nicht, dann kommt alles wieder weg. Habe ich aber dieses Jahr hatte ich zwar ursprünglich mal geplant, dass ich noch welches mache, aber jetzt hatte ich dann am Schluss wirklich keine Lust mehr. Ja, was wurde noch gefragt? Ja, ich verschenke natürlich das meiste. Und ja, ich habe Abnehmer dafür, das ist klar. Was ich noch so eben sagen kann, man muss sich also wirklich ein bisschen vorbereiten. Man muss sich auch überlegen, was will man wann machen. Und also ich zum Beispiel, eben, ich schreibe dann das auf, ich mache mir dann so wirklich einen Ablauf. Und auch mit mir einkaufen, ich schaue schon, dass ich so die grundlegenden Sachen noch zu Hause habe. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, ich habe zu wenig Puderzucker gekauft. Ist so, ja logisch, das ist kein Drama, dann fahre ich halt schnell. Aber ich gucke schon, dass ich nicht jetzt jeden Tag noch das alle Zutaten kaufen muss. Und was noch? Nein, und ich darf die wirklich nicht essen. Wegen den Gluten. Und ich vermeide ja auch alles, was Zucker drin hat. Ja, also es geht natürlich nicht zu 100%, das ist logisch, weil ihr habt in Gewürzen, also zum Beispiel in praktisch allen Bouillons, habt ihr Zucker drin in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht, also in vielen Sachen. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber ich esse zum Grundsatz, also seit längerer Zeit wieder, versuche ich das absolut zu vermeiden.
Das ist dann eben der nächste Grund, warum ich die Kekse auch nicht esse, weil es mir einfach nicht gut tut. Also mich fängt es dann an zu jucken und ja. Das war's für dieses Jahr. Also an Backen, ja. Ihr werdet noch was von mir hören. Ich werde ganz sicher noch Ende Woche nochmal einen Strick-Podcast aufnehmen. Und wo ich euch noch so ein bisschen was zeige, was ich noch so gestrickt habe. Nicht viel, aber ich habe ein bisschen gestrickt. Und ich sage jetzt mal in diesem Sinne, nach dem Marathon ist vor dem Marathon, weil auf mich kommt jetzt nämlich ein Strickmarathon zu. Kam mir noch so viele Ideen zum Verschenken. Ja. Und die will ich noch unbedingt stricken. Ich wünsche euch, für alle, die jetzt einfach nur mich geschaut haben, wegen der Bar, wegen der ganzen Backerei, ich wünsche euch allen ein frohes Backen, eine frohe Weihnachtszeit. Versucht das Ganze mit etwas Ruhe anzugehen, die ganze Zeit. Man nennt es nicht umsonst eine besinnliche Jahreszeit und ich glaube, damit besinnlich denke ich auch, sich zu besinnen auf sich und seine Lieben, was uns und allen gut tut, was vielleicht nicht so schön war, dass man das auch wirklich mal hinter sich lässt und abhakt. Ja, und dann wünsche ich euch für alle, die jetzt eben, wo ich jetzt nicht mehr sehe, wo mich nicht mehr schauen werde, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht mache ich ja nächstes Jahr wieder einen Backvlog. Alle, die mich auch sonst schauen, weil sie einfach so denken, die Verrückte aus der Schweiz, die muss man einfach ab und zu schauen. Ihr seht mich noch einmal diese Woche, auf jeden Fall. Oder auch nicht. Nein, ich mache schon eine Folge auf. Und hasta la vista, Baby.